Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Harveys neuen Augen. Letzte Folge haben wir mühselig sämtliche Beweise für Ednas Anwesenheit hier im Kloster vernichtet. Doof. Sie hat ihr Tagebuch liegen lassen und jetzt müssen wir das Tagebuch suchen. Na gut. Na. War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Gut, dann gehen wir doch. Hey. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Na toll. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir brauchen erst das doofe Futter für Lumpi. Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Wir gehen trotzdem mal hochgucken. Vielleicht ergibt sich da ja was Neues, wenn wir da reingehen. Ja, diese Spiele sind immer mit viel Hin- und Hergerenne verbunden. Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Okay, gut. Ah, wie ich diese Kinder hasse! Gut, wir müssen also definitiv erstmal an dieses verkackte Rezept rankommen. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, auch wenn die Oberin rumgeschrien hat, wir haben die dämliche Taube Grun gehört. So. Das heißt, wir müssen diesen Kerl irgendwie erschrecken. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl ein... Ups. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Was für ein schönes Tier, so stolz, so ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Na, ob er eine Zigarette braucht? Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Ja. Das Interessante an Zigaretten bzw. am Nikotin ist, dass Nikotin ähnlich wie Cyankali die Atmungskette der Zellatmung blockiert. Das heißt, wenn man zu viel Nikotin zu sich nimmt, Nikotin ist an der Stelle übrigens genauso giftig wie Cyankali, das heißt, bei zu viel Nikotinkonsum, sei es über Zigaretten oder Nikotinpflaster, kann man tatsächlich ersticken, weil die Atmungskette blockiert ist. Finde ich ziemlich fies. Und ich weiß nicht, ob Shawnee darüber nachgedacht hat. Offensichtlich nicht. Oh.
Genau. Falls ihr es nicht gehört habt, Heinrich hat gerade gesagt, er geht mal eine rauchen. Fun Fact am Rande, der ist ein Nichtraucher. So, aber wir haben jetzt endlich das Rezept. Juhu! Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberin aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deine Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Wir kriegen bestimmt irgendwas zum Brennen in den Ofen. Also erstmal zum Ofen. Ofen, 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 Ofen. Ob die Knallfrösche funktionieren? Der Ofen ist so ein bisschen das kaputt. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Der Ofen war schwierig. Ja, haben wir schon gehört. Guck mal, wir haben noch einen Holzklotz. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Wie wär's mit der brennenden Zigarette? Oh, das geht sogar. Der muss echt trocken sein, dieser Holzklotz. Schade, dass ich so mit dem Erinnerungsstück an Edna umgehen muss, aber gut. Ich brauche ja nun mal Essen für die Oberin. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberin kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Gut, dann gehen wir mal hoch. Ich finde es übrigens gemein, dass die ganzen Kinder hier nur da dieses teilweise verdorbene Essen ja anscheinend aus Einweggläsern bekommen und die bestellt sich einen Entenbraten. Ein Entenbraten, der ist voll lecker, habe ich mal wieder Bock drauf. Ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Das klang ja schon fast nett. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Wie gut, dass wir hier eine hungrige Topfpflanze haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass etwas mit Taubengeschmack viel besser schmeckt für so eine Katze als so ein Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Oh je. Weil ich ja gerne gesehen hätte, wie die Oberin dieses Katzenfutter isst. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Wir haben hier ja noch so ein wunderschönes
Ding. Na, da hatte es aber jemand eilig. Ach, das hatte Lumpy gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. In diesem Moment fühlte sich Lilly noch kleiner als sonst. Lilly sah eine gewisse Chance, den Ballon zur Taube aufsteigen zu lassen. Sie bezweifelte allerdings, dass die Taube sich davon beeindrucken ließ. Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Oh nein, die Taube ist schon wieder weggeflogen. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpy endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Oh Mann. Schlechtes Gefühl dabei. Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das diese verfluchten Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Genau, wollte ich gerade sagen. Hau ab, Lilly. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lilly Fried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Nein, ich will zum Schaukelbaum, ich will zu Edna. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Okay. Ich würde fast sagen, dass wir das nächste Folge machen. Oder? Ich muss mal kurz auf Pause machen. Ah, die Folge geht erst 13 Minuten. Lilly ließ sich nicht von Garretts Hektik anstecken. Sie wollte sich erst einmal alles in Ruhe angucken. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein! Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Lilly ließ sich nicht von... Sie wollte... Okay. Kann es sein, dass ich glaube, Sie haben recht. Lassen Sie mich einen Augenblick nachdenken. Andererseits hatte sie gar kein Interesse... Nicht trödeln. Na los. Okay, vielleicht rettet er mich auch, dass ich hier rauskomme. Dann folgen wir dem doch einfach mal. Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Hm.
führt uns genau dahin, wo ich sowieso hin wollte. Zum Schaukelbaum! Oh, wo ist denn der Schaukelbaum hin? Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache! Amüsiere uns! Nehmen wir mal die Nazi-Vampire im Hintergarten. Das dauert mir zu lange. Alter! Ich bin ein kleines Kind! War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Arschloch. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie.